Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bottens 1. Diesmal nicht mehr allein, diesmal mit Hope, aber der ist gerade nicht da, deswegen bin ich kurz noch hier allein. Aber ich wollte nochmal die Aufnahme starten, weil ich nochmal auf was hinweisen wollte, denn es gab in den letzten Tagen einige Patches beim Borderlands 1, wie nennt das, Game of the Year Edition. Ja, gab es zwei Patches und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, weil ich in der Zeit noch kein Borderlands gespielt hatte, also in den letzten zwei Wochen, warum gibt es zwei Patches für das Spiel? Und es gibt etwas, was da, mein Gott, was davor nicht da war, was jetzt da ist. Und zwar sieht man jetzt ganz oben rechts, oh nein, das habe ich nicht eingefügt, sondern das war das Werk von den Machern von Borderlands. Das Symbol für mehr Infos für Tiny Tina Wonderlands und dann hier ein Menüpunkt für Tiny Tina's Wonderland. Also falls ich das irgendwann mal kaufen will, was wahrscheinlich nicht in den nächsten 20 Jahren passieren wird, aber war ein Scherz. Irgendwann wird es mir doch holen, ne? Aber nicht jetzt. Aber extrem dreist von den Machern, dass sie extra für nochmal einen Menüpunkt rausbringen, um einfach nochmal das Spiel zu bewerben. Sind wohl mit den Verkaufszahlen wohl nicht zufrieden. Ja, was soll man sagen, ne? Dafür haben sich auf jeden Fall zwei Patches gelohnt. Ich hoffe mal, dass sie auch irgendwas stabilisiert haben oder dass sie einige Bugs entfernt haben, weil es gab ja noch einige Bugs, die wir auch schon im Let's Play gesehen haben. Ich hoffe mal, dass sie einfach diese entfernt haben oder zumindest gefixt haben. Ja, gut, na, das wollte ich nochmal sagen, weil ich mich natürlich totlachen muss, als ich das sah. Aber ich hätte niemals darauf geachtet, wenn nicht vorher noch ein Pop-Up-Fenster erschienen wäre, was nochmal darauf hinweist, dass Tiny Tina Wonderlands draußen ist und was uns alles da erwartet, wenn wir das Spiel kaufen. Also kann man schon sagen, wie ein, ja, wie ein Modern Warfare halt, ne? Oder besser gesagt ein Call of Duty, was auch jedes Mal, wenn ein neues Spiel rauskommt, erstmal schön nochmal einen Menüpunkt extra bringt für das neue Spiel. Und falls ihr das schon mal im Stream gesehen habt oder in meinen Videos, immer wenn ich ja ein Spiel suchen wollte, bin ich zurück zum Hauptmenü gekommen und dann stand da, Shop-Informationen werden geladen und dann stand da, ja, dieses Produkt kann ich gekauft werden. Das heißt, das wollte mich immer wieder zu Modern Warfare 2 weiterleiten, was nie geklappt hat. Und hier ist es zum Glück noch nicht passiert, aber trotzdem kackdreist würde ich machen. Einige würden jetzt sagen, ja, okay, können die machen, ist auch jedermanns Sache. Wer es machen will, tut es einfach. Aber für mich persönlich ist es einfach nur dreist, dass man extra nochmal einen Menüpunkt dafür bringt, was zum Spiel weiterleitet. So, das wollte ich mal gesagt haben. Wir warten jetzt auf Hope. Für euch geht's gleich weiter. Ich muss leider warten, denn Hope ist kurz Gassi. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, bis gleich. So, ja. So. Hope ist wieder da, ja. Ja, gut. Ja, Crazy Earl kann meinen Arsch lecken. Ich werde keine weiteren Jobs machen. Wir rennen jetzt strikt zum Ende hin. Ja, gut. Bevor wir weitergehen, erstmal die letzten drei Schlüssel benutzen. Habe ich schon mal Schlüssel benutzt? Muss ich kurz gucken. Level 36 und habe keinen. Doch, ich habe Schlüssel verwendet. Ja, komm, scheiß drauf. Es gibt eh keine Wiederkehr. Von daher, komm, letzte Schlüssel verwenden. Oh, was ein Shotgun. So. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen zu nah ist? Irgendwie an mein Gesicht. An mein Gesicht hier. Oh, hier ist ein gutes Schild. Das andere gebe ich dir danach, wenn du Level 36 wirst. Aber sollte nicht so schwer sein, weil ich kannte das von anderen Balance-Dingern. So, das war mein letzter Schlüssel, glaube ich. Ja, gut. Kann er laufen? Du kannst nochmal aufwachen, machen, wenn du willst. Das sind eh Level für dich. Ne, 32. Das war mir ein bisschen laut. Vielleicht habe ich. Ah, sorry. Also das andere hättest du nochmal umgeklemmt? Ne, soll ich das? Ist besser, ne? Das andere. Also ich habe dich gerade extrem laut eingestellt, aber gut. Das ist so schlimm. Geh mal weiter. Ja, das ist verstehen. Vielleicht noch mal kurz, machen wir noch mal das andere Headset. Vielleicht ist das andere besser gewesen. Verstehen. Ja, du hast, glaube ich, jetzt. Ich glaube, du hast das ein Dings-Headset gemacht, oder? Das, was beim PlayStation mit dabei war.
Okay, da kann ich nichts sagen. Aber ich kann ja zumindest so lange weitergehen. So. Aber ich glaube, Hope hat sein Headset umgeklemmt, deswegen war es gerade so laut. Also, bin ich immer auch nicht so. Ehrlich gesagt, ich bin da nicht so streng, aber es hat sich halt ein bisschen laut angehört, weil ich ihn auch lauter gemacht hatte. Deswegen war das halt jetzt gerade komisch. Jetzt hat er sein anderes Headset umgesteckt. Man gehört am. Hä? Ach, so. Hä? Die liegt da einfach. So, gehen wir mal weiter. Was? Mich verarschen? Oh mein Gott. Ja gut, heißt wohl, wir müssen fahren dann. Aber jetzt war's scheiß drauf. Und einfach, wo, wie wir zuletzt waren und dann. Ja, teleportiere ich mich dann. Also wo wir zuletzt halt Steel gefunden hatten. Das müsste. Das müsste. Ja, wo war's denn? Hier? Nee. Outflats. Ich glaube, hier müssen wir hin. So, geht gar nicht mehr. Ja, so kann sein, ne? Technisch. Achso, ja. Jetzt. Guten Abend. Die ganze Zeit gesprochen. Ah, okay. Guten Abend. So, ich guck mal kurz, wo wir mussten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zuletzt hier aufgehört hatte. Und das stimmt sogar, wir müssen hier. So. Mein Erinnerungsvermögen ist eine 1A mit Sternchen. Ich habe auch gesagt, dass ich das Spiel zuletzt vor 2 Wochen gespielt hatte, was sogar stimmt. Weil wir hatten eigentlich ja. Wir hätten vorher spielen können, aber du weißt ja, ne, dass. Oh, oh, ich hab das Schild verkauft, was ich eigentlich dir geben wollte später. So. Ja, kannst du jetzt verkaufen. Ach, guck mal, ich kann das jetzt schon. Warte mal, guck mal, ist das gut? Weil du kannst es eigentlich jetzt schon tragen, Level 25. Ich hab's nur hier geworfen vor dir. Da, wo du es nicht übersehen kannst. Ein sehr massiver Mann hier. Fahrzeug. Die Stimme von Roland. Ganz anders als von Teil 2. Ich markiere mal da, wo ich den Dings gemacht hatte. Hier. Ach, guck mal, der muss ich schon ausrüsten. Lol, bin ich gerade in die Wand rein? Lol. Bloß nicht hängen bleiben. Ach, guck mal. Lichterketten an dem Weihnachtsbaum. Weihnachten in Borderlands. So, guck mal, da ist das Schild hinter dir. Was ich hatte, benutzt hatte bis dahin. Da. Mit dem Milch oder was? Nee, hier, so. Das Schild, meine ich. Guck mal, ob du das Schild haben willst. Ansonsten lassen wir das da liegen. Da. Da, genau. Nice. Also hast du es gebraucht. Sehr gut. Bist du auch eingesetzt? Ja. Sehr gut. Alter. Ja, so Hupen, ne, wie ein Irrer. Ich muss mal sagen, ob ich richtig fahre, ich glaube aber schon, oder? Weil, wohin? Zum Kristall. Ja, da ist dann die Kammer. Echt nicht? Okay. Also nicht hier oben, nicht hier oben. Ich guck mal, ob es hier ist. Ich glaube aber, wir sind hier richtig. Deswegen gehe ich mal erstmal hier rein. Steig ich denn aus? Viereck. Das ist so kacke, ne? Dass ich keine Wegmarkierung bekommen habe, ne? Dass ich das selber rausfinden muss, wo eventuell die wo Dings ist. Das Ziel. Ja,
Deswegen hoffe ich einfach mal, dass hier jetzt die Mission ist, die wir machen müssen. Ja, die sind eh nicht. Ja, aber die geben nicht viel EP, deswegen habe ich die jetzt gelassen. Vielleicht jetzt einfach mal. Ach, guck mal, die Decent. Hä? Wir müssen doch die Decent gehen. Warum haben. Hä? Verstehe ich nicht. Da war ich doch hier richtig. Ja, aber das war schon markiert eigentlich. Ich verstehe nicht, warum die da nicht rein konnten. Also warum das nicht dann Dings gemacht wurde als Missionsziel. Hm, komisch, egal. Guck, ich sag, wir sind fast da tatsächlich. Oh mein Gott, sind das Gegner? Müllfresser? Ach, da sind Gegner. Okay, hier kommen die schon. Ich hasse fliegende Gegner. Ich hasse fliegende Gegner. Oh, das ist Badass-Wächter. 4000 EP? Hast du auch 4000 bekommen? Ich habe 11.000 bekommen. 11.000? Ja. Ist klar. Okay. Schau mal. Nein, nein, zu tief, zu tief. Leute, ich hänge fest. Ah, jetzt komm ich. Wo bist du? Ich bin ganz, ganz runtergesprungen. Ganz nach unten. Guten Tag. Hey, wie kannst du denn da runterspringen? Ich bin einfach ganz runter. Ist ja kein Spiel, oder? Ich habe zumindest keinen kassiert. Ja, wir sind halt Elite-Soldaten. Warum auch immer. Alter, springt die Shotgun. Holy shit. Wo bist du jetzt denn? Bist du nochmal ganz runter? Ne, du bist bei mir, ne? Ne, bei der Hinter. Die machen mir gut Schaden. Ja, der ist schon mal tot. Hier geht's weiter, oder? Ich glaub schon. Guck mal, bei mir ist, ist genau in der anderen Richtung die Markierung. Ne, wir sind hier richtig. Oh, ich bin sogar gekämpft. Ja, muss es sein. Erstmal klappt man. Wie EP kriegst du denn eigentlich bei diesen Gegnern? Ich krieg 414. 2332. Boah, krass, ey. Das ist schon heftig, ne? Bei so Gegnern, die eigentlich nur ein Level unter uns sind. Oder bei dir beziehungsweise. Da muss ja der Badass wieder 4000 geben, ne? Warte mal. Erstmal austesten. Muss der Badass wirklich 11.000 wieder geben, wie bei letztem Mal? Jetzt 3.000. Also, ich will jetzt nichts falsch sagen, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher. Jawohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch damals, wo ich Borderlands 1 gespielt hatte, ne? Auf der PlayStation 3, wo ich das erste Mal Platin gemacht hatte, dass mich meine Kumpels von damals hierher gebracht haben, um zu leveln. Ja. Aber auch jetzt, wo ich jetzt höre, wie viel EP du bekommst, ne? Verständlich sogar. Ja. Oh, ich kann es nicht verwenden. Ja, doch, da weiter geht's. Oder? Ja, die Tür geht auf. Und dann wird auch nochmal geschossen. Ein klassischer Hinterhalt. Wie man einfach nur die Vorschläge hört. So. Weg mit dem. Ja, verätzt es. Der Stinger. Gut, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung hatte, ne? Ist dieses Gebiet jetzt fertig, dann kommt das nächste Gebiet, weil das nächste Gebiet ist dann, glaube ich, ein Frostgebiet. Und dann sind wir schon beim Endboss. Aber das nächste Gebiet ist doch so weitläufig. Streckt sich voll.
Das Schneegebiet, ja, das ist halt so eine, zwar ein Schlauchlevel, ne, aber es ist halt so schlangenförmig, glaube ich, gewesen. Ja, glaub schon, dass das so. Wow, das hat schnell geladen. Gut. Jetzt ist die große Frage, mache ich nochmal so eine 20-Minuten-Folge? Oder mache ich jetzt die Folge extrem lang, egal wie lange die Credits dauern? Weil Problem ist halt, ne, wir sind schon bei 15 Minuten, ne? Und die Credits dauern wahrscheinlich schon, also jetzt. Wenn wir den Boss noch töten müssen, ne, dauert es nochmal. Ich will der Bild nicht mal, während ich hinter die Decken nehme. Oh, brauch ich nicht. Oh, stirbt doch. So, geht doch. Okay, die Waffe muss ich wechseln, glaube ich, weil die lädt einfach zu lang nach. Kurze Deckung nehmen, ne? Ich muss meine Waffe wechseln. Ich hab doch einen Sniper bekommen. Oh, die Shotgun. Oh nein, ich hab den Schaden. Das ist sogar das Beste, das hab ich nicht. Beziehungsweise ich hab okay, der andere ist besser. Shotgun. Mach mal die weg hier. So. Gut. Komm. Alter, sind bei dir viele. Ich muss den eigentlich selber bekommen. Aber ja, ich habe die Waffe aufgenommen. Jetzt habe ich die Waffe ausgetauscht für eine andere Waffe. Welche habe ich denn jetzt weggelegt? Ah, die Shotgun. Nee. Ach, die MP. So, die hier. So. Symbol. Na klar, erstmal kämpft ihr gegeneinander, ne? Komm, schießen wir auf euch, ne? Seid ihr wieder verbündet oder was? Oh mein Gott. Ja, diese Logik, ne? Boah, jetzt kämpfen sie wieder gegeneinander, ja. Alter. Ein bisschen hart hier. Uiuiui. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde sterben. Wo schießt denn noch einer von denen? Da hinten. Oh, kritisch. 6000 Schaden. Jawohl. Du bist ganz schnell Level 34 geworden, sehe ich gerade. Leute, guck mal, wie er kommt. Hier angerannt kam er. Ja, der Berserker, wie er uns da allein holen wollte, den ganzen Ruhm für sich absahnen wollte. Er hat bestimmt alle kämpfen lassen, ne? So, und ist dann am Ende gekommen, ne? Weil ich dachte so, jetzt kill ich sie. Alter, da halten die aber viel aus, die Wächter hier. Sagt er und killt sie mit einem Schuss. Oh, badass Wächter. Badass Wächter ist nicht gut. Wow. Die Waffen, die fallen lassen, sind aber auch absolute Grütze. Da oben, ganz oben ist noch einer. Dich. Komm. Ah, da kriegst du ihn aber, oder? Ah, da fährst du nicht. Gut, weg mit dem. Dass sie immer noch weiße Waffen fallen lassen, ne? Oh, hier liegt eine Shotgun, aber ich glaube, die ist scheiße. Warte mal, du bist doch Level 25. Ich könnte eigentlich gucken, ob ich eine Shotgun abgeben könnte. Guck mal, ob die was für dich wäre. Die springt zwar extrem, aber der Schaden von der ist
Total. Ach, 36. Muss es sein. Aber guck mal, wie, schieß noch einmal, guck mal, wie die springt. Ich kann sie nicht benutzen. Echt nicht? Level 36? Das ist schon 33. Ja. Ja. Echt nicht? Leute, tatsächlich. Okay, ich muss, glaube ich, zum Optiker. Hoppala, würde ich mal sagen. Hoppala. Zum Augenarzt. Nee, der tut nur weh. Oh, okay. Ich glaube, das kannst du auch beim Optiker machen. Alter, aber hier ist eine MG. Also, ich guck mal die MG dir an. Falls du nicht weitergezogen bist. Ach, du bist weitergezogen. Boah, also die Wächter sind mit dem Reservoir voll scheiße, das gefällt mir nicht. Du legst dich auch mit drei von denen an, ne? Okay. Jetzt kommen die zu mir. Aua. So, guck dir mal dieses MG an. Warte. Hier. Weil die habe ich bis jetzt eigentlich benutzt. Die war eigentlich voll nice. Wir nehmen die doch weiter. Nee, ich habe noch eine bessere, deswegen. Boah, die Präzision! Geht doch. Ja, guck mal, da ist schon wieder so einer, der sich denkt so, boah, weißt du, der Solo-Gamer hier. Ah, der Stinker, wie er wieder von hinten zuschlagen wollte. Guck mal, hier ist noch eine weiße Kiste, die öffne ich mal. Oh, geil. Leute, wir kommen hier nicht hoch. Das bin ich jetzt nicht. Alter, hat auch die ganze Zeit hin und her zu tanzen. Ah, guck mal, jetzt lassen die über lila Sachen fallen, ne? Aber jawohl, da fällt er. Da fällt Das er. war das Geschütz. Stirb. Du auch. Oh, wie soll man so einen Minikopf treffen, ne? Oh, guck mal, die Strahlen, ne? Voll scheiße. Ja, die muss ich Bin fast tot, oh nein. Oh nein. So, der ist schon mal tot. Boah. Wie die fliegen. Der guckt zu dir runter. Liegt dir was Gutes? Ja, wenn 84er Granate. Ja, da war es eigentlich Schrott. Oh, ich glaube, wir sind gleich da, ne? Ich glaube, hier ist jetzt Endstation. Schauen kurz. Ne, noch ein bisschen. Was sagst du, soll ich jetzt das jetzt durchziehen, ne? Und so die 40-50-Minuten-Marke knacken oder soll ich hier nochmal beenden? Also eine neue Folge starten. Was meinst du? Das funktioniert, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, weil das Ding ist halt, eine 40-50-Minuten-Folge dauert auch extrem lange zum Hochladen. Weil die Credits wahrscheinlich auch extrem lang werden. Ja, was meinst du, was du zu schauen hast? Ja, ich glaube, na komm, lass uns noch die Gegner killen, ne? Und dann werde ich die nächste Folge einläuten. Das grande Finale. Ich hab, wie viele Headshots hat er jetzt kassiert, ey? Wo schießt denn noch einer? Ach da, guck mal, hier vorne. Guck mal, wie er jetzt angerannt kommt, ey. Guck mal, wie er den stolpernden Headshot kassiert. Er ist schon tot. Guck mal, jetzt kämpfen die da gegeneinander. Leute, ich mach den Kack keinen Schaden, ey. Ah, warte, guck, lass mal den Kampf uns beobachten, ey. Ach, wunderschön. So. Und mit diesen Kampfszenen, ne, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.